So, da wären wir wieder. Es geht weiter mit Stalker. Und im letzten Video haben wir uns ja hier die erste Mission reingewagt und diesen Banditenaußenposten überfallen. Auf der Suche nach einem weiteren Kontaktmann, den wir jetzt noch suchen müssen. Oh, es ist einer unserer Kameraden, die uns geholfen haben. Der offensichtlich ein First Aid Kit braucht. Oh, jetzt verbindet er sich sogar so richtig. Ich glaube, das gab es im Original auch nicht. Okay, sieht zwar etwas merkwürdig aus, wie er da das Verbandszeug hält, aber sonst. Hat wieder super hilfreiche Sachen zu erzählen. Gut. Ja, jetzt haben wir auch nur bloß noch ein großes Medkit. Oh, der hat eine Viper. Sehr schön. Die ist sogar noch in halbwegs brauchbarem Zustand, wie man hier sehen kann. Dann nehmen wir die doch. Okay, die Rubelscheine muss ich also einzeln einpacken. Warum auch nicht? So. Den restlichen Krempel kann ich auch mitnehmen, kann ich alles verkaufen. Ich bin ja so ein Horter sozusagen. Ich nehme mal alles mit, damit ich es dann verkaufen kann. Platz. Schauen wir mal nach unserem eigentlichen Objective. Das müsste irgendwo hier oben sein. Ja, das ist er. Der PDA und das Artefakt. Gucken wir noch, ob hier sonst noch irgendwas liegt. Scheinbar nicht, aber vielleicht noch. Hey, da ist noch ein Medkit versteckt. Das nehmen wir doch mit. Ja, wie man eben gehört hat und auch unten rechts an dem Icon erkennen kann, ist hier auch durchaus messbare Strahlung vorhanden. Das sieht man jetzt hier auch an dem Balken, der ansteigt. Und daran, dass jetzt meine Lebensenergie runtergeht, wie ihr unten rechts sehen könnt. Das heißt also, zu lange sollte ich mich hier nicht aufhalten. So. Gibt's hier nochmal Verbandszeug, um was zu trinken? Sonst scheinbar nichts weiter. Super Ausblick. Wenn auch das Wetter gerade ziemlich schlecht ist. Ansonsten, es sieht echt noch besser aus als das Original. Das hätte ich eigentlich am Anfang fast nicht für möglich gehalten. Mit der Complete Mod sah es nämlich so schon echt super aus. Hier, da ist glaube ich nichts weiter. Manövrieren hier oben ist gar nicht so leicht. Na, irgendwas Interessantes. Einen Toten, den dann Krempel können wir noch mitnehmen.
muss unbedingt dran denken, dann noch Batterien zu kaufen. Denn hier brauchen die Taschenlampen ja jetzt Batterien. Ich glaube, das ist schon die letzte, die ich hier gerade am Wickel habe. Ah, hier scheint jeder Mundharmonika spielen zu können. Schauen wir mal nach hier drüben. Okay, hier geht nicht kaputt, oder? Okay, ich geb's auf. Oh. Bewegliche Objekte, Wahnsinn. Oh, hier ist eindeutig eine Anomalie vor uns. Ja, da, jetzt sieht man, wie die Schraube hochgeht. Ah, und damit sind meine Batterien dann auch alle. Sieht fast so aus, als ob da irgendwas ist, wenn man da irgendwie hin könnte, aber... Vielleicht kann man übers Dach daran, aber ich habe jetzt auch keine Taschenlampe mehr, also... Muss ich mir das wohl später nochmal angucken? Jetzt gehe ich erstmal den Quest beenden. Gerannt? Oder bin ich überladen? Nee, ich bin nur zu viel gerannt, scheinbar. Hockt ein Typ hinter Busch das noch an. Ich weiß nicht genau, was die hier bewachen, aber sollen sie doch, wenn sie einen Spaß dran haben. Also aus irgendeinem Grund kann ich gerade nicht mehr rennen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die Stamina so weit runter ist, oder? Ich meine, sie ist ja nicht ganz erschöpft. Ja, jetzt geht's wieder. Sehr schön. Und abgesehen von diesen kleinen Rucklern hier, okay, also bei einem Viertel scheint er dann schon aufzuhören zu rennen. Komischerweise. Abgesehen von diesen kleinen Nachrucklern, das wahrscheinlich auch so Nachladen ist, läuft es auch echt ziemlich gut. Ich meine, es ist immerhin eigentlich eine Alpha, die nur von Fans aufpoliert wurde und dafür läuft es besser als manch fertiges offizielles Spiel. Das mit dem Rennen nervt ja gerade ein bisschen. So. Got anything worth it?
Jo, so viel zu deinem zweiten Kontaktmann. Das Artefakt hat er uns direkt wieder abgenommen. Dafür anderen Billigkram gegeben, den wir wahrscheinlich nicht mehr brauchen. Können wir mal gucken, ob er noch andere Quests für uns hat. Zum Beispiel eine Horde Wildschweine erledigen, das machen wir natürlich. Flash's Eye, okay, ja. Das ist so ein mutiertes Tier. Davon das Ei Auge besorgen, nicht das Ei besorgen. Okay, mehr Jobs hat er nicht. Also die können wir jetzt halt nach und nach. Wir können die alle annehmen und dann können wir die halt erledigen, wann wir wollen. So, er braucht also wieder unsere Hilfe. Noch ein Kontaktmann, diesmal der gute alte Fox. Okay, ja, dann gehen wir mal hin und verhandeln mit denen. Vorher verkaufen wir ihm aber noch unseren Krempel. Nämlich die alten Shotguns, die Gitarren brauche ich auch nicht. Kann eine Band aufmachen. Die ganzen Pistolen können weg. Ja, drei Schuss können auch weg. Die ganzen Dosen hier brauche ich auch nicht alle. Mundharmonikas brauche ich definitiv auch nicht. Wodka brauche ich. Oh, der bringt 300. Sehr gut. Schweizer Wodka scheinbar. Deswegen ist er so viel wert. Naja, gut. Wenn die ganzen. Oh, wo die ganz kaputt sind, bringen die bloß einen Rubel. Hätte ich mir also auch schenken können. Dein Permanent Meal. Jo. Verkauft. Jetzt haben wir sogar schon ein bisschen Kohle. Die Viper, die wir da haben, die ist nicht in perfektem Zustand. Bringt auch kaum was, wenn wir sie verkaufen würden. Aber... er hat auch kein Repair Kit, um die jetzt zu reparieren, leider. Ja, Batterien würde ich kaufen, aber die sind scheiß teuer. Aber die braucht man ja, ne? Was nimmt die noch gleich? Die nimmt 9x19. Nummer 18. Ach, diese hier. Na, ich kann sie erstmal mitnehmen und dann schauen wir mal weiter. Good hunting, Stalker. Achso, müssen wir natürlich noch reinpacken, die Batterien. Ja, sehr schön. So, dann wollen wir mal auf Wildschweinjagd gehen. Die Karte oben links zeigt es ja schon an, die sind irgendwo in der Richtung. Läuft scheinbar auch um. Typ nach vorne. Das sind übrigens nicht das, die Viecher, die ich meinte. Das passiert, wenn man in so eine Anomalie reinkommt und dann nicht mehr rauskommt. Don't forget to use the bolts to locate anomalies. Alrighty? Talk to you. Gibt es dann eine Splatter-Party. Oh, der ist neutral, wie es aussieht. Der hat schon etwas ordentlichere Ausrüstung als wir. Scheint irgendjemand gegen Hunde zu kämpfen, aber das ist uns jetzt erstmal egal. Oh, da ist schon das erste Wildschwein. Die müssten irgendwo da hinten ihr Lager haben.
Quatsch. Und man sollte übrigens nicht nur aus Lebenserhaltungsgründen versuchen, möglichst wenig Schaden einzustecken, sondern weil das auch die Ausrüstung kaputt macht. Bisschen wie ein Torero hier. Oh, da war noch jemand. Okay. Die werden erledigt. Haben alle nichts dabei, aber deswegen sind wir ja nicht hergekommen. War aber unserer guten alten Lederjacke geht's noch ganz gut, hat nichts weiter abbekommen. So, und ein bisschen was zu essen erhöht auch unsere Lebensenergie wieder. Nehmen trotzdem noch die kleine Bandage dazu und dann sollte eigentlich fast alles wieder gut sein, ja. Hier steht doch nicht dran, wie die heißen, ne? Nein, nicht mehr. Also im Original steht es dann eigentlich immer auch dran. Ich glaube, dieses Auge, was er haben wollte, das war einem ganz anderen Vieh. So, und eigentlich für die Hauptmission müssten wir dann da lang. Das müsste dann, genau, das ist die Brücke, da ist die Brücke und da ist unser Ziel. Die Brücke wird allerdings bewacht von ein paar Soldaten, die man dann schmieren müsste, wenn man da durch will. Oder wir umgehen sie einfach. Versuchen sie einfach mal zu umgehen. Und zwar mit dem Tunnel, der hier wahrscheinlich auch wieder anders ist als im Original. Im Original kam man da sehr schwer durch. Das habe ich meistens nicht geschafft. Also beziehungsweise meistens habe ich es nicht probiert, weil es mir einfach ein bisschen zu tricky war. Weil der voller Anomalien ist. Wie man da hier sieht, das ganze Blinken, das sind alles Anomalien. Aber wir versuchen mal durchzukommen. Sieht auch, wie der Bildschirm sich dann verfärbt, wenn man zu nah an die Anomalien kommt. Vielleicht ist das ein guter Zeitpunkt zum Speichern. Oh, wir sind offensichtlich auch Zombies dran. Das war eine ganze Menge davon. Also die waren im Original nicht in dem Tunnel drin. Ich glaube, die jetzt zu killen bringt mich auch nicht weiter. Also bleib ich mal hier oben. Okay. Was haben wir hier? Nahrung und Getränke. Oh, es bringt sogar ein bisschen was. Noch so ein Spezialwodka. Das kann man alles verschärfen. Vielleicht kann man sogar die Fässer hier kaputt machen. Ich glaube es zwar ja nicht, aber versuchen kann man es ja mal. Nee, offensichtlich nicht. Und hier ist offensichtlich noch ein Durchgang nach unten. Nehmen wir den Durchgang oder gehen wir oben weiter? Zu unserem Auftrag. Na, mal schauen, ich überleg's mir. Das seht ihr dann in der nächsten Folge, die dann morgen kommt wahrscheinlich. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis dann.